Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich werde Ihnen im Folgenden erläutern, wie Sie effizient eine juristische Seminararbeit schreiben. In dieser ersten Folge behandeln wir, wie Sie zu einer These gelangen und wie Sie Ihre Zeit sinnvoll einteilen. Kommen wir zunächst zu der Frage, was überhaupt eine Seminararbeit ist. In Ihrem Studium haben Sie bereits Übungshausarbeiten geschrieben. Dabei handelt es sich um Falllösungen, die Sie im Gutachtenstil verfassen sollen und in denen es vor allen Dingen um eine gute Schwerpunktsetzung geht. Ihre Aufgabe ist diejenige eines Richters. Sie müssen einen Fall einer vertretbaren Lösung zuführen. Demgegenüber handelt es sich bei Seminararbeiten um Themenarbeiten. Von Ihnen wird daher eine These und deren Diskussion erwartet. Der Schwerpunkt der Bewertung liegt dabei nicht in der Schwerpunktsetzung, die hier Ihnen selbst überlassen ist, sondern in der Struktur und in der Auswertung des vorhandenen Materials. Sie handeln dabei also nicht als Richter, sondern als Wissenschaftler und diagnostizieren ein spezifisches Problem. Viele Teilnehmer denken, eine Seminararbeit sei nur eine lehrbuchartige oder kommentarhafte Zusammenfassung. Das ist nicht die Erwartungshaltung. Ihr Ziel ist es, eigene Überlegungen zu einem bekannten Problem zu präsentieren. Das bringt uns zu der Frage, was eigentlich diese These ist, die Sie in der Arbeit aufstellen sollen. Nun, eine These kann zunächst einmal eine Theorie sein, eine schlichte Behauptung, die mit Argumenten belegt oder widerlegt wird. Zum Beispiel die Aussage, dass es keine abhandengekommenen Willenserklärungen gibt, sondern alle Fälle über das fehlende Erklärungsbewusstsein zu lösen sind. Dies ist eine terminologisch-strukturelle Frage, die man durchaus in eine oder andere Richtung auslegen kann. Es kann sich aber auch um eine Analogie handeln, das heißt die Übertragung eines Regelwerks auf einen anderen Sachverhalt, zum Beispiel die Anwendung von Verbraucherwiderrufsrechten auf Unternehmensgründer. Dabei können Sie auch wieder ökonomische, soziale oder auch systematische Erwägungen anführen. Spiegelbildlich ist aber auch die teleologische Reduktion von Regelungen in Betracht zu ziehen. Zum Beispiel für die Fälle des Scheinunternehmers, wenn ein Verbraucher als Unternehmer auftritt, ist von Ihnen zu beantworten, ob er schutzwürdig ist oder nicht. Sie können auch zwei Fragen miteinander verknüpfen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Indem Sie etwa feststellen, dass die Facebook-AGB das Grundgesetz des Internets sind, also insoweit Verfassungsrang für die Mitglieder der Plattform entfalten und deren Regeln untereinander vorgeben. Sie können aber auch bestimmte Aspekte ganz neu herleiten, das heißt neue Begründungsansätze für bestehende Regelungen finden. Das wird im Normalfall eine ökonomische oder historische Herleitung sein. Es sind aber auch sehr abstrakte Herleitungen denkbar, etwa wenn Sie behaupten, der Schutz von Minderjährigen beruhe auf den 10 Geboten. Gut, nun ist es so, diese Thesen fallen nicht vom Himmel. Wo bekommen Sie sie also her? Der einfachste Schritt ist, Sie lesen. Und in vielen Büchern werden Sie über Fragen stolpern, die der Autor nicht beantwortet, und das bildet eine gute Grundlage für Ihre eigene These. Das ist insbesondere leicht bei größeren Kommentaren und umfangreicheren Lehrbüchern, die Probleme wirklich im Detail erörtern. Ein anderer Schritt ist ganz einfach nachzudenken. Wenn Sie das Gesetz lesen oder sich Fälle überlegen, mögen Sie auf Probleme stoßen, die Sie selber für sich beantworten wollen. Sie können dann Zusammenhänge suchen zwischen bekannten Aspekten und gucken, ob bestimmte Aspekte vielleicht nicht geregelt sind. Sie können aber auch einfach mit anderen Menschen reden. Das müssen nicht unbedingt Juristen sein, es können auch Nicht-Juristen sein, und dabei können Sie auf Ideen kommen, welche Fragen möglicherweise problematisch sind und zu welchen es sich lohnt, etwas mehr zu schreiben. Haben Sie erst einmal eine These, können Sie endlich an das Erstellen der Arbeit gehen. Wie viel Zeit Sie da investieren, hängt natürlich von Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen ab. Ein Erfahrungssatz sagt, dass Sie mit 20 Tagen durchaus hinkommen sollten,
wenn sie jeden Tag Vollzeit an der Arbeit arbeiten. Viel weniger zu investieren wäre fahrlässig. Mehr zu investieren bringt aber regelmäßig keinen großen Erfolg, sodass Sie die Wochenenden durchaus als Freizeit nutzen dürfen. Sie können es auch quartal rechnen. Sie haben ungefähr einen Tag pro echter Textseite Gutachten. Das heißt, Sie haben genug Zeit. Wie teilen Sie sich diese Zeit sinnvoll ein? Nun ja, zunächst einmal sollten Sie die Literaturrecherche durchführen. Das Ergebnis der Literaturrecherche ist, dass sich schlicht eine Liste der für Sie relevanten Aufsätze, Kommentare und Ähnliches zusammenstellen. In der zweiten Phase überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Arbeit dann gliedern werden. Das Ergebnis ist logischerweise eine grobe Gliederung, die natürlich noch nicht endgültig verbindlich ist, aber Ihnen schon mal einen Fahrplan vorgibt, an dem Sie sich orientieren können. Dann gehen Sie ans Ausformulieren. Dabei kann es durchaus passieren, dass Sie feststellen, dass einzelne Aspekte zu lang werden und Sie daher Sachen kürzen müssen und ganze Gliederungspunkte wegfallen. Es kann aber auch sein, dass Sie einzelne Punkte doch noch genauer untergliedern müssen, weil dort zu viel auftauchen würde. Das Ergebnis davon ist etwas, was man bei einer größeren Arbeit als Exposé bezeichnen würde oder was wir hier auch einfach als Vorentwurf bezeichnen können. Von diesem kurzen Exposé, was üblicherweise eben nicht 20 Seiten hat oder 30, sondern vielleicht 5 oder 6, gehen Sie dann weiter und vertiefen den Inhalt. Entweder indem Sie einzelne Fragen noch näher ausbauen oder indem Sie bestimmte Aspekte, die Sie bisher nur stichwortartig aufgeführt haben, ausformulieren. Das Ergebnis davon ist dann ein richtiger Entwurf und dieser richtige Entwurf ähnelt schon sehr der fertigen Arbeit. Damit ist Ihre Aufgabe aber noch nicht ganz erledigt, denn Sie müssen den Entwurf jetzt kürzen und etwaige Fehler korrigieren. Erst dann haben Sie die fertige Arbeit und die können Sie dann auch abgeben. Das heißt, das Ganze gliedert sich in drei Phasen: eine Vorbereitungsphase, eine Schreibphase und letztendlich eine Abschlussphase. Ihre Zeit sollten Sie auf diese drei Phasen wie folgt einteilen. Ungefähr 3/8 der Zeit sollten in die Vorbereitung fließen. 4/8, also etwa die Hälfte, sollten Sie dann auf das Schreiben und Ausformulieren verwenden. Und schließlich sollten Sie noch 1/8 der Zeit freihalten für die Abschlusskorrekturen, insbesondere Korrekturlesen und Fehlerverbesserung. Zur Vorbereitungsphase kann ich Ihnen nur sagen, Sie sollten unbedingt mit dem Heraussuchen von Literatur beginnen und dann baumförmig weiter recherchieren. Baumförmig meint, Sie fangen mit dem ersten Werk an und schauen dann die erste Quelle und schauen dann die Sachen, auf die diese erste Quelle weiter verweist, nach. Das könnten Sie theoretisch lawinenartig weiter betreiben, aber irgendwo müssen Sie aus Zeitgründen schon einen Schlussstrich ziehen, nämlich dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass jetzt wirklich alle wesentlichen Fragen geklärt sind. Parallel sollten Sie aber auch ein Brainstorming betreiben und einfach alle Ideen, die Ihnen spontan einfallen, unabhängig von Literatur, schon mal aufschreiben, um diesen weiter nachzugehen und möglicherweise die entsprechenden Schlagworte online zu recherchieren. In dieser ersten Phase sollten Sie keine Angst vor Irrwegen haben, denn Sie haben noch genug Zeit und können daher auch mögliche Sachen, die Sie rausfinden, gar nicht verwerten. Es kann also passieren, dass viele Inhalte, die Sie mühsam recherchiert haben, gar keine Verwendung in der endgültigen Arbeit finden. Sie sollten auch keine Angst vor der schlichten Menge an Literatur haben, denn Sie werden nicht jedes Werk komplett berücksichtigen können, aber Sie sollten zumindest schauen, ob eine Sache für Sie besonders relevant ist. Das heißt, die schlichte Überlegung, es sei viel, ist kein hinreichendes Argument, eine Sache sich nicht einmal anzugucken. Wichtig ist auch, dass Sie hier bereits ordentlich arbeiten, denn wenn Sie hier nicht systematisch arbeiten, haben Sie hinterher erhebliche Zeitprobleme. Sie sollten schon in der ersten Phase Ihre Ideen sauber strukturieren. Dazu gehört es, dass Sie sich Schlagworte und Fragen notieren und diese in eine Stufenstruktur bringen, das heißt in eine Hierarchie.
Sie können dabei auch schon erste Überschriften bilden, die Sie dann in der Schreibphase später verfeinern. Für viele hat es sich auch bewährt, bestimmte Sachen farblich zu kodieren, das heißt besonders wichtige Sachen mit Rot anzustreichen und unwichtigere Sachen nur mit einem dünneren Stift, vielleicht auch mit einem Bleistift zu notieren. Das ist aber weitgehend Ihnen überlassen. Sie können etwa auch Mindmaps benutzen oder auch viele gelbe Klebezettel in Fotokopien. Das eigentliche Schreiben ist Gegenstand eines eigenen Videos, der zweiten Folge unseres Kurses. Ich will hier nur sagen, wenn Sie eine Orientierung haben wollen, schauen Sie sich einmal größere Aufsätze an. Die sind oft zwar nicht schön geschrieben, aber sie zeigen genau das, was von einer Seminararbeit erwartet wird, eine These, deren Begründung und umfangreiche Belege. Keine guten Beispiele sind hingegen Wikipedia-Artikel, weil diese einerseits nur beschreibend sind und andererseits weitgehend auf Nachweise verzichten. Auch das Abrufen von Arbeiten von Hausarbeiten.de sollten Sie nicht unbedingt in Erwägung ziehen, denn dabei haben Sie oft keinen Einblick über das Semester desjenigen, der die Arbeit geschrieben hat, über die Erwartungshaltung des Dozenten oder auch darüber, wie alt die Arbeit ist. Insoweit sind das oft keine qualitativ hochwertigen Arbeiten, selbst wenn sie vielleicht mit einer guten Note bewertet worden sind oder genau ihr Thema behandeln. Was sollten Sie vor der Abgabe tun? Die Antwort ist ganz einfach. Sie müssen zunächst einmal Ihren Text optimieren. Das besteht darin, dass Sie alle Doppelungen aus dem Text herausstreichen, mögliche lange Sätze, die schwer zu lesen sind, aufspalten in zwei Hauptsätze und vor allen Dingen prüfen, ob Sie alle Aussagen, die Sie von jemand anderem übernommen haben, auch durch eine Fußnote belegt haben und ob Ihre Arbeit insoweit den wissenschaftlichen Anforderungen genügt.